Jo Leute, was geht? Willkommen zu einem weiteren Video. Heute gibt es wieder reichlich Action und da Sören gerade schon in dem Video, was ich für ihn aufgenommen habe, mit der Mini-Pillen rumgefahren ist und das komplett bescheuert aussah, dachte ich mir, mache ich das auch einmal, oder? Die Reifen sind schon wieder platt. Wir müssen nämlich erst ein Paket aufmachen und das Paket ist da hinten. Ihr seht es schon. Ihr seht es schon. Also nicht, das ist Alexia. Ist das richtig ausgesprochen? Ja. Alexia. Alexia ist heute zu Besuch und ich werde heute auch ihr Motorrad wahrscheinlich fahren. 48 PS, richtig? Ja. Genau, aber dazu kommen wir später. So, erstmal fahren wir jetzt. Hau nicht meine Kamera um. Es sah gut aus. Ja, ne? Erstaunlich, als so großer Mann hier mit so einem kleinen Ding rumzufahren. Also ich weiß nicht, wie viele Runden ich da schon gedreht habe bei Bergmann und Söhne, aber die hat schon ein paar Kilometer auf dem Buckel, ja? Bald zur ersten Wartung. So, wir haben ein Paket bekommen, beziehungsweise ich habe ein Paket bekommen, das liegt schon seit ein paar Tagen bei mir zu Hause, aber ich war jetzt so viel unterwegs, erst in der Schweiz, dann in Mainz, dann in Krefeld und ich kam einfach nicht dazu, dieses Paket auszupacken, denn der gute Stefan hat mir eine Nachricht geschrieben, hat gesagt, da, es gibt wieder ein kleines Special, mach doch mal darauf aufmerksam. Und zwar diese Stickerbögen hier, ich meine, die gibt es jetzt irgendwie kostenlos. Perfekt, wir sind live on air, Stefan. Ich habe die Sticker gerade in der Hand, erzähl mal, was hat es damit auf sich? Die gibt es jetzt irgendwie kostenlos, oder? Das genau, also du kannst im Prinzip einfach auf aufkleber.brokenhead.de gehen und zahlst im Prinzip nur die Versandkosten, die Aufkleber, der Dreibogen ist geschenkt. Geil. Also ein DIN A3-Bogen kriegt man? Genau, mit verschiedenen Motiven, verschiedenen Größen. Geil. Kosten normalerweise 20 Euro, kriegst du umsonst, zahlst du bloß den Versand. Wie teuer ist der Versand? 3,50 Euro. Das ist ganz schön fair. Ja, dann verlinke ich das doch mal, mein Lieber. Jo, okay. Wunderbar, klasse, ich danke dir. Wenn ihr so einen Stickerbogen haben wollt, dann checkt die Beschreibung ab. Ziemlich nah, oder? Das ist eine coole Aktion. Mega. Muss man schon sagen, das ist ziemlich geil. Aber wir haben auch einen Helm hier drin. Also das ist wirklich krass. Ich war letztens in Krefeld und ich habe das irgendwie verpennt, aber ich habe da schon so ein Helmlager. Also da sind gefühlt 10 bzw. 15 Broken Head Helme. Mein ganzes Zimmer ist voll mit Broken Head Helmen. Müssen wir mal irgendwas überlegen, was wir damit machen. Ich kann die ja nicht alle tragen. Vielleicht fällt dem einen oder anderen ja was Lustiges in den Kommentaren ein, ne? Was man damit anfangen könnte. Das wäre gut. Ich glaube, irgendwas Rotes. Ich habe da schon rotes. Ich sag grün. Grüner Crosshelm. Nein, Quatsch. Warum grün? Weiß ich nicht. Tipp ich einfach. Grüner Crosshelm. Ha! Crazy. Der sieht ja vollkommen verrückt aus. Mit einer Kettensäge hier. Dünner in hell. Aber irgendwie, also es ist ein interessantes Design. Habe ich so noch gar nicht gesehen. Das sieht aus, als wäre das hier so drauf gedruckt. Guck mal. Mhm. Guck mal hier mit so einem Zeitungsartikel. Die Rebellion hat begonnen. Die Chance auf einen Neuanfang. Also man muss sagen, Stefan ist halt ein verrückter Typ. Wenn ihr mal irgendwann die Möglichkeit habt, persönlich in den Laden zu gehen, dann macht das. Und dann fragt mal, ob Stefan da ist. Vielleicht wird er jetzt gerade komplett ausrasten, wenn er das hört. Aber macht das einfach mal. Weil der Helm, finde ich, repräsentiert Stefan komplett. Mega. Und ich würde auch sagen, das war genug Product Placement. Wir schwingen uns jetzt auf das Bike. Wenn ihr einen Broken Head haben wollt, egal ob den hier oder irgendein anderes Modell, dann könnt ihr natürlich immer noch 10% sparen mit David 10. Link ist in der Beschreibung. Vergesst nicht die Sticker. Ja, Alexia, wir fahren jetzt los, oder? Sehr gut. 3, 2, 1, bis gleich. So, Freunde, wir sind jetzt hier auf dem Motorrad, wie ihr sehen könnt. Die gute Alexia zieht mich auf jeden Fall schon ab hier mit ihrer Honda CB500F. Ist das richtig? Ja. Sehr schick. Und du hast sogar so ein Crash Cage dran. Du hast gerade erzählt, als die Kamera noch nicht lief, dass du dich schon mal auf die Nase gelegt hast. Wie ist das genau passiert? Ah, da gehe ich nicht weiter. Doch, das müssen wir jetzt erläutern. Hier werden unangenehme Fragen gestellt und die werden auch beantwortet. Gegebenenfalls wollte ich an der Kreuzung unter Emotionen fahren und bin ein wenig zu schnell nach links abgekommen. Unter Emotionen wolltest du fahren? Okay. Kam vor. Crazy. Das machen doch normalerweise nur Männer. Nee, das mache ich. Oder in der Klausurenphase. Was muss, das muss. Ja, okay, gut. Aber das ziehen wir rüber? Ja, ja, okay. Wir ziehen rüber. Doch, doch. Nee, jetzt sind wir hier schneller. Filterst du? Wir können nach vorne filtern. Du bist ganz schön, also du bist echt fix unterwegs, muss ich mal sagen. Ja, aber wir können ja von vorne nicht geblitzt werden. Also alles so. Das hat sie jetzt nicht gesagt. Crazy. Boah, let's go. Ja, du studierst hier Psychologie, hast du erzählt. Wie muss man sich das vorstellen? Also wenn ich jetzt gerade auch analysiert oder wie genau läuft das ab? Also du wirst nicht analysiert und ich kann auch keine Menschen analysieren oder manipulieren, aber ich weiß, wie ich mich in welchen Situationen zu verhalten habe. Okay, zum Beispiel? Stell dir vor, das ist eigentlich ganz simpel. Ja. Du hast in Mathe mal gelernt, Plus und Plus ergibt Plus, Minus und Minus ergibt Minus. Ja. Und Minus und Plus ergibt Minus. Warte, Minus warte. Minus und Minus ergibt auch Plus. Warte. Plus und Plus ergibt Plus. Plus und Plus ergibt Plus. Minus und Minus ergibt auch Plus. Zwei Menschen gute Laune haben und aufeinandertreffen, haben beide Menschen gute Laune. Ja. Kommst du zum Beispiel nach Hause und Sören hat schlechte Laune, versuchst du ihn mit guter Laune zu motivieren.
dadurch wird die Laune von Sören aber immer schlechter, weil er hat ja schlechte Laune und er kann das gerade nicht gebrauchen, irgendeinen fröhlichen Papagei gerade da zu haben, der ihm gute Laune macht. Das heißt, wenn du nach Hause kommst und ihm gute Laune machst, wird die Laune von Sören immer schlechter. Das heißt, das Ganze geht in den Minusbereich. Kommst du aber nach Hause und hast ebenso schlechte Laune und sagst, hey, du hattest auch voll den stressigen Tag, mega doof heute alles, du kannst das voll verstehen, kriegt Sören dementsprechend wieder bessere Laune, weil er weiß, dass er da nicht alleine ist. Ah, okay. Ich verstehe. Das ist interessant, weil ich befasse mich ja auch hier und da mal ein bisschen mit Psychologie. Und in der Tat ist es ja so, wenn du zum Beispiel ein Gespräch führst und du dann wirklich auf die Körperhaltung und das Redetempo deines Gegenübers achtest und das dann adaptierst und quasi so ein bisschen nachahmst, dass der das Gefühl hat, irgendwie eine bessere Bindung zu dir aufzubauen. Also es geht ja so in die Richtung, oder? Was ist denn, wenn ich Sören einfach ignorieren würde, wenn er eine schlechte Laune hat? Wird die Laune dann besser? Wird die Laune dann schlechter oder bleibt die Laune gleich schlecht? Die Laune würde schlechter werden, weil du ein Freund von ihm wirst und er erwartet von dir, dass du ihn darfst. Ja, ich bin natürlich ein guter Freund. Ja, aber sehr interessant. Darf ich denn hier dein Schätzchen heute mal ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen vergewaltigen, aber vergewaltigen? Nur wenn du lieb zu ihr bist. Also du gehst ja mit ihr auch relativ ruppig um, deswegen würde ich einfach mal behaupten, wenn ich da den ein oder anderen Gasstoß wage, sollte die das abbekommen. Also ich bin da jetzt vorsichtig. Stimmt, du bist ja auf Instagram sehr aktiv und also das muss man jetzt mal erzählen an der Stelle. Die Story, warum wir jetzt eigentlich zusammen hier eine Runde drehen, ist so random, Leute. Weil Alexia hat irgendwie so eine Fragerunde gemacht oder so und dann hat einer geschrieben, das weiß ich sogar noch genau, crazy, ich habe echt ein gutes Gedächtnis. Einer hat geschrieben, dich kennt auch jeder in Hamburg, oder? Ne? Dich kennt auch jeder in Hamburg. Und dann hast du geschrieben, ja, so ziemlich jeder, aber Blackout und David noch nicht oder mit denen bin ich noch nicht gefahren. Ja, irgendwie sowas. Ne? Irgendwie sowas. Und dann habe ich drauf geantwortet und meinte so, ja, dann lass doch mal eine Runde fahren. Bis jetzt kenne ich dich noch nicht. Also, ah genau, ich habe geschrieben, warum drehen wir denn nicht mal eine Runde? Hier ist auf jeden Fall ein guter Spot. Ich glaube, hier könnten wir mal gleich die Bikes tauschen. Oder besser gesagt, ich auf dein Motorrad, weil du darfst ja meine leider noch nicht fahren. Tut mir sehr leid. Lass mal auf den Parkplatz drauf. Ja, du regelst das, ne? Wenn Security kommt, dann machst du hier mal, dann machst du hier die Alexia so. Ich habe mich verfahren. Ich habe vergessen, dass den Führerschein. Es tut mir so leid. Entschuldigung, wissen Sie, wo es lang geht? Ich komme nicht von hier. Ich habe auch kein Hamburger Kennzeichen. So, warum hast du hier zweimal Instagram drauf? Was hat das zu bedeuten? Ja, das ist ein kleiner Fail. Ich hatte den ersten bestellt und dann hatte ich eine Wette verloren und habe den zweiten Account überhaupt erst gemacht. Du hast eine Wette verloren? Ich habe eine Wette verloren. Und dann habe ich den zweiten Account überhaupt erst gemacht. Und dann hatte ich, aber weil ich Studentin bin, natürlich den ersten Aufkleber schon bezahlt. Und den zweiten habe ich dann dazu bestellt. Aha. Und weil ich nichts umsonst bezahle, habe ich den ersten auch drauf gelassen. Aber die Accounts gibt es beide. Die Accounts gibt es beide. Das eine ist mein privater Account und das andere der Motorrad-Account. Sehr geil. Also Freunde, könnt ihr auch gerne mal abchecken. An der Stelle hier mal kleiner Appetizer. Das postet die gute Alexia auf Instagram. Sehr, sehr ansehnliches Material. Das liegt natürlich an dem Motorrad, nicht an der Fahrerin. Das ist unfassbar charmant. Oder? Ich bin wirklich, also viele Leute sagen zu mir, David, es gibt wenige Gentlemans, aber du bist noch einer. So, okay, ich setze mich jetzt hier auf dieses Gefährt. Das fühlt sich ja komplett anders an. Übrigens, nice Handyhalterung. Habe ich auch. Sehr gut. Ach stimmt, hier, Tatsache. Viel Spaß. Sound ist gar nicht so schlecht, ne? Darf ich eine Story machen? Ja, klar. Nein, du kannst ruhig die Storys da rausballern, wie du möchtest. Ich sag mal hier den Sicherheitsleuten hallo. Ich fahr mal jetzt einfach so vorbei. Ich hab gewunken. Er hat nicht zurückgewunken. Auf einer Skala von 1 bis 10 provozierst du gerade 11. Nein, nein. Ich lerne hier gerade Motorradfahren. So, ich fahre jetzt nochmal vorbei und ich wink nochmal. So, meinst du diesmal? Diesmal winkt er zurück? Wie gut seine Laune ist. Er hat wieder nicht zurückgewunken. Er hat gar keinen Bock. Okay, gut. Hat das Ding Traktion? Meine Güte, Traktionskontrolle. Ich sagte, ich bin Studentin. Natürlich nicht. Okay. Boah, die geht schon gut aufs Hinterrad hier. Da können wir gleich mal direkt an den Kipppunkt gehen. Zeig mal der Security mal hier, was der Fahrschüler so kann, ne? So, sah gut aus. Ich mach nochmal, nur für Sie, extra. Ja? Mein Name ist Baby. Ich sehe die schöne Lichtmaske gar nicht. Boah, das war doch geil, oder? Schön am Kipppunkt. Warte, ich möchte mitkommen ohne Wheelie und ich möchte denen auch Hallo sagen. Warte, ich nehme auch deinen Schlüssel mit. Du möchtest Hallo sagen? Du hast gewunken, dann darf ich auch winken. Du meinst dem Security-Menschen hier? Ja. Also das ist wirklich dann provokant. Das ist wirklich richtig provokant. Aber okay, komm, dann pflanze ich mal drauf. Hier, Sozius Rasten sind unten.
Let's go. Die ersten Annäherungsversuche hier, Alexa. Gut festhalten. Nein, du machst aber keine Weed. Nicht? Nein. Okay, ich versuch's. Aber halten Sie sich gut fest. Okay? Oh nein. Wie, oh nein? Vertraust du mir nicht? Wir kennen uns seit heute. Ein bisschen mehr Vertrauen wäre angebracht. Ja? Oh, jetzt gibt's Ärger. Jetzt gibt's Ärger. Oh, jetzt ist vorbei. Ja, die netten Leute... Hier nicht rum. Die, sonst rufe ich die Polizei an. Um Gottes Willen, nein, ganz ruhig. Wir wollen ja keinen Ärger machen. Aber die Leute da hinten, die wollten unbedingt was sehen. Die fanden das so geil. In YouTube gibt das viel bessere als euren Scheiß. Echt jetzt? Das ist aber ganz schön. Bedrückt euch, Jungs, wenn ihr hier noch zweimal hier lang fährt, rufe ich die Wasserschutzpolizei an. Oh, das ist... Okay. Menschen, die haben einfach keinen Spaß. Ja, ne? Tut mir sehr leid, aber wir dürfen nichts mehr machen. Die Security war sehr unfreundlich und hat gesagt, das können andere viel besser. Und bevor wir uns das Genick brechen, sollen wir doch schleunigst das Weite suchen. Ich glaube, der hat nicht so viel Spaß im Leben, aber darf man ihm nicht übel nehmen. Kriege ich eine Ghetto-Faust von Ihnen? Wir müssen einmal mit der Faust gegenhauen. Cool. Schönen Tag noch. Tschüss. Ja. So, wir hupen jetzt nochmal und sagen Tschüss. Tschüss! War schön mit euch! Er hat endlich hat er mal die Hand nach oben gehalten. Kein Wheelie heute. Ach, wie schade. Aber das heißt nicht, dass wir kein Wheelie jemals machen werden. Übrigens, das Motorrad steht dir extrem gut. Welches? Meins oder deins? natürlich meins. Danke, danke. Da muss man die Ruhe bewahren. Man muss die Leute reden lassen und einfach weiter Spaß haben. Denn gleich, wenn wir das Gelände verlassen, weiß ich, dass das Vorderrad wieder in die Luft steigen wird und der nichts mehr zu sagen hat. Und das ist schön. Ja, let's go. Dann fahren wir doch weiter. Danke für dein Vertrauen übrigens, dass ich deine Maschine hier direkt wheelen durfte. Es hätte halt auch schief gehen können. Das möchte ich erst hören, wenn wir wieder irgendwo anders sind, wo ich mein Bike unter mir habe. Ja. Warum sitzt du eigentlich jetzt auf dem Soziositz? Hat das irgendwas zu bedeuten, oder? Ja, es ist gerade so bequem. Ah. Das hält. Ich möchte nicht nass werden. Du bist ja so eine Allwetterfahrerin, aber aus dem Alter bin ich raus. Sind wir aus Zucker? Nein. Ich bin auf jeden Fall, ich bin schon ein bisschen aus Zucker. Echt? Ja. Hä? Memme. Mann oder Memme? Memme. Also ich bin eine absolute Memme. Oh. Eine richtige Memme. Nein, natürlich nicht. Besser. Woo! Also ich muss sagen, deine Karre wheelt sich schon gut, aber im Vergleich zu der 701 Windpillen merkt man schon, dass die 1-2 Kilo mehr auf den Rippen hat. Was wiegt die ungefähr? Weißt du das? Also vollgetankt über 200. Echt? Boah, krass. Ja. Meine wiegt, lass mich nicht lügen, ich glaube 160 und hat 75 PS. Ja, meine hat 48. Na? Läuft. Willst du jetzt nochmal fragen, ob Mann oder Memme? Mann oder Memme. Mann. Es macht sehr viel Spaß, hier mit Ihnen zu vloggen, Frau Alexia. Das freut mich sehr zu hören, Herr Boss. Du gibst hier immer so Gas an der Ampel. Vor drei Wochen oder so mit einem Streifenpolizisten auf Motorrad-Ampelrennen gegeben. Bitte? Ja. Wie? Es war herrlich. Also er hat mich ziemlich abgezogen, muss man ihm lassen. Aber es war trotzdem witzig. Wie zur Hölle ist das zustande gekommen? Und warum hat er dich danach nicht angehalten? Weil er das eigentlich provoziert hat. Wir sind mit ein paar Leuten da lang gefahren und dann hat er uns vorgewunken. Und hat schon einmal so mit dem Gas gespielt und das war eigentlich, weil er hat halt gesehen, dass wir legal fahren. Also bei meiner Maschine ist ja auch alles legal. Alles komplett illegal, das sehe ich direkt hier. Gar nicht wahr. Und dann wollte er vielleicht auch einfach mal Spaß haben. Also das ist wirklich mal ein guter Polizist. Ich weiß nicht, ob du immer so fährst, aber keep calm. Du musst jetzt nicht hier die Rennfahrerin fürs Video raushängen lassen. Ich fahre immer so. Du fährst immer so. Das ist immer an der Sache. Das ist echt heftig. Also entweder... Ich nehme auch jeden zweiten Blitzer mit. Entweder bist du verrückt oder ich bin zu alt. Zweiteres. Dankeschön, sehr charmant an der Stelle. Das war's dann auch mit dem Video, würde ich sagen. Das war die erste und garantiert auch letzte Fahrt mit der guten Alexia. Vielen lieben Dank an der Stelle, dass Sie hier mitgemacht haben. Ja, Alexia, gerne. Schaut bei ihr vorbei auf Instagram. Ja, wir machen noch ein paar Wheelies. Hoffentlich werde ich nicht nass. Ihr habt ja gemerkt, ich bin eine Memme, ich bin aus Zucker und außerdem auch zu alt. Toll, das freut mich. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Und ansonsten würde ich sagen, wie immer, genießt die restlichen Tage und das Allerwichtigste, geht steil!